Claudia Simone d'Orchin, Totentanz, der Tod in Bewegung. Was ist das älteste literarische Werk aus Berlin? Diese Frage lässt Touristen ebenso wie versierte Stadtkenner stutzen. Man glaubt, die Hauptstadt gut zu kennen, doch wann hier der Faden der Literatur erstmals aufgegriffen wurde, dessen vorläufiges Ende in unserer Hand liegt, das weiß man gewöhnlich nicht. Die Antwort, um die so mancher Fremdenführer verlegen ist, ist eine Überraschung. Das älteste literarische Werk Berlins befindet sich in einer Kirche und es ist eine Darstellung der Vergänglichkeit des Lebens. Der Darstellungszeitpunkt ist wahrscheinlich das Jahr 1484, das auch als Pestjahr in die Stadtgeschichte einging. Es handelt sich um den Totentanz in der Berliner Marienkirche. In der Berliner Marienkirche befindet sich eine der größten bekannten Darstellungen des Motivs des Totentanzes in ganz Europa. Ein Fresko von 2 Metern Höhe und über 22 Metern Länge zeigt Vertreter verschiedener mittelalterlicher Stände, die den Tod wortgewandt um einen Aufschub bitten, während sie szenisch in einen Reigen mit verhüllten Skeletten eingebettet sind. Jene flehenden Bitten der Ständevertreter an den Tod, in den Bildunterschriften als Dichtung in einfacher Sprache festgehalten, stellen die älteste Literatur Berlins dar. Unzählige Besucher aus dem In- und Ausland stehen jedes Jahr fasziniert vor dem Bilderfries aus lebensgroßen Figuren, die in eindringlichen Worten einen Aufschub an Lebenszeit erbitten. Doch vergeblich. Das Motiv des Totentanzes erlebt jedoch derzeit allgemein ein starkes Interesse. Die Europäische Totentanzvereinigung mit Sitz in Bamberg publiziert jährlich die Jahrbücher La Macabre und die Mitgliederzeitschrift Totentanz aktuell. Und auf ihrer aktuellen Internetpräsenz können Leser sogar den Totentanz des Monats aus einer breit gefächerten Auswahl von Gemäldezyklen aus Europa wählen. Auch eine historisch-wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Motiv der Vergänglichkeit wird erstrebt. Hierbei soll die Bedeutung der Wandmalerei in der Turmvorhalle der Berliner Marienkirche ebenso gewürdigt werden wie die Präsenz des Motivs, das auf zahllosen Kirchen- und Friedhofsmauern abgebildet ist, in der abendländischen Ideengeschichte allgemein. Weitere bekannte Totentanzdarstellungen gibt es in Bern, Basel, Lübeck, Luzern, Köln, Freiburg und Straßburg. Was bewirkt eigentlich die lang anhaltende Faszination für das Motiv des Totentanzes? Ist es der aktuelle konjunkturelle Aufschwung für mittelalterliche Kunst oder das Faszinosum Mittelalter allgemein? Für diese Vermutung könnte der sprunghafte Anstieg von Mittelaltergesellschaften in Deutschland sprechen, die das neu erwachte Interesse an Geschichte durch Mittelalterfeste, Ritterspiele und andere Eventkultur beleben. Auch zahlreiche Mittelalter-Musikgruppen greifen das Motiv des Totentanzes auf, wie die Band In Extremo und die Gruppe Saltatio Mortis, deren Name übersetzt Totentanz, Totensprung bedeutet. Doch der Totentanz ist auch außerhalb der erklärten Fangemeinden ein Thema von stark diskutierter Bedeutung, wie die Berliner Tagung im September beweist, zu der ein interdisziplinäres Publikum von Historikern, Philologen und Kulturwissenschaftlern erwartet wird. Was macht den Totentanz eigentlich heute kulturgeschichtlich so spannend, dass ein Tagungsvorschlag ein derartiges Echo hervorruft? Zurück zum Beginn. Der Totentanz ist auch ein literarisches Motiv. Wer sich fragt, weshalb die Faszination für die Betrachtung anhält, findet hier eine Teilantwort auf seine Frage. Die Quellen, aus denen sich das Genre Totentanz entwickelt hat, sind vermutlich in den Vado Mori Gedichten zu finden, die uns seit dem 13. Jahrhundert überliefert sind. Hierin klagen Vertreter verschiedener Stände darüber, dass sie den Tod herannahen fühlen. Vado Mori heißt, ich fühle den Tod kommen. Bild und Text sind im Motiv des Totentanzes oft auch direkt verbunden,
Über den Köpfen der Sterbenden stehen oft belehrende Inschriften, die die Menschen mahnen sollen, angesichts des nahenden Todes ein tugendhaftes Leben zu führen. Und Hans Holbeins Totentanz aus dem Jahr 1538 verwebt 41 Holzschnitte mit sterbenden Repräsentanten der Stände vom Kaiser bis zum Bauern mit Untertiteln, Sinnsprüchen und Bibelzitaten zu einem Gesamtkunstwerk. Die didaktische Bedeutung der Mahnung an den Tod, verwende deine Zeit weise und gerecht, springt ins Auge. Doch sie ist nicht die einzige zutreffende Interpretation des Genres. Die eigentlich literarische Aussage des Totentanzes ist eine vielfache. Zum einen wird die Gleichheit der Menschen betont, da der Tod reihum alle Stände und Klassen unterschiedslos in sein Reich führt. Zum anderen wird die Vergeblichkeit und Vergänglichkeit des menschlichen Daseins dargestellt, oder vielmehr die Vergänglichkeit als Vergeblichkeit. Der philosophische Tenor des Totentanzmotivs ist folglich die Eitelkeit aller Bemühungen um irdisches Glück. Zuletzt gibt es eine dritte verborgene Aussage des Totentanzmotivs, die durch den szenischen Aufbau der Darstellung evoziert wird. Die Vergänglichkeit als Tanz, die Todesnähe des Menschen als Reigen mit Leichnamen bildlich in Szene gesetzt, oft auch von einem pfeifenden Leichnam angeführt, enthält das Element des Grauens ebenso wie das der Groteske. Hier wird an Ängste gerührt, die zutiefst in der menschlichen Psyche verwurzelt sind und durch den Anschein des Spielerischen, der tänzerischen Leichtigkeit, wird ein Grauen hervorgerufen. Gleichheit des Schicksals, Vergeblichkeit des Daseins und das Grauen der Groteske. Drei Kernaussagen des Totentanzmotivs, welche bildlich und literarisch zu Gesamtkunstwerken verwoben, zur Einzigartigkeit des Motivs in der Wahrnehmung seiner Betrachter beitragen. Jede Einzelaussage hat eine historische Herkunft und eine zeitlose Gültigkeit, was auch ihre derzeitige Aktualisierung beweist. Die Aussage vom Tod als dem großen Gleichmacher aller sozialen Unterschiede, den Tod als dem im Mittelhochdeutsch genannten Ebenäre, Einebner, Gleichmacher, der materiellen Differenz zwischen Arm und Reich, Mächtigen und Ohnmächtigen, ist neben der philosophischen auch eine politische Aussage, deren gesellschaftliche Sprengkraft wohl schon im 15. Jahrhundert erkannt wurde. Die Gleichheit aller Stände vor dem Tod und die Vergeblichkeit des Daseins sind jedoch keine modernen Botschaften, sondern Erkenntnisse, die aus der Urgeschichte der Menschheit rühren.